Die meisten von Ihnen kennen mich natürlich und wissen, warum ich hier oben stehe. Ich möchte mit Ihrer Hilfe einen Platz in unserem Gemeinderat erringen. Die perfekte Kandidatin von Haifa Al-Mansour ist ein politischer Film und deshalb wurde in der vergangenen Woche schon ziemlich viel darüber geschrieben und gesprochen, denn es geht um die Zustände in Saudi-Arabien und wie sich das Land in den letzten Jahren verändert hat. 1, 2, 3, dumm. Die Geschichte handelt von einer jungen Ärztin in einer kleinen Stadt bei Riyadh. Und die möchte sich in erster Linie dafür einsetzen, dass eine Asphaltstraße als Zugang zu ihrer Klinik gebaut wird, damit die Patienten sicherer dort ankommen können. Wir sind die einzige Klinik mit einer Notaufnahme. Also ich meine hier in der Region. Und die Zufahrtsstraße ist nicht asphaltiert. Im Moment sehen wir keinen zwingenden Anlass, Gelder freizugeben, um das Projekt zu finanzieren. Also im Grunde ist es ein Zufall, dass sie dann in die Politik gerät. Nein, er hat keine Zeit für Sie. Er empfängt heute nur Bewerber für den Gemeinderat. Gut, dann geben Sie mir einen Antrag. Man muss sich, glaube ich, bei diesem Film, wenn man ihn anschaut, immer vergegenwärtigen, dass es in Saudi-Arabien seit 2018 erst wieder Kinos gibt. 35 Jahre lang waren die Kinos geschlossen und die Regisseurin und Drehbuchautorin Haifa Al-Mansour kommt aus Saudi-Arabien und hat eben diesen Film auch für den saudi-arabischen Markt produziert. Und deshalb ist er so geworden, wie er jetzt ist, das merkt man ihm an. Und los. Ich glaube, unsere Sehgewohnheiten sind einfach andere. Wir erwarten uns mehr Experiment, wir erwarten mehr Überraschungen, wir erwarten so Stimmungsaufwallungen. All das ist nicht so gegeben. Die Geschwindigkeit dieses Films ist auch immer gleich. Man könnte das jetzt als langweilig wahrnehmen oder empfinden, aber das ist, glaube ich, das, was eben diese Stärke auch dieser Erzählkultur und dieser Kultur der Regisseurin aus Saudi-Arabien ausmacht. Sicherlich gibt es da viele Themen, die besonders für Sie als junge Frau von großem Interesse sein können. Das ist richtig. Ich meine, ich bin Ärztin. Zum Beispiel die Grünanlagen. Wie sieht es aus mit Spielplätzen? Haifa Al-Mansour hat schon 2012 einen Film in Saudi-Arabien gedreht, der heißt Das Mädchen Wajda und handelt von einem Kind, was ein Rad geschenkt bekommen möchte. Es hat viele Jungs als Freunde und versteht einfach nicht, warum das Mädchen jetzt nicht Rad fahren darf. Und das hat schon eine Kontroverse ausgelöst. Und was jetzt kommt, eben 8 Jahre später, reflektiert auch so ein bisschen das, was in diesen Jahren sich verändert hat. Frauen dürfen jetzt Auto fahren, Frauen dürfen reisen ohne die Einverständniserklärung eines Vormundes, sie dürfen Hotels besuchen, an Strände gehen. Das heißt, der Kronprinz hat politisch ziemlich viel verändert in diesem Land. Aber diese Veränderung ist in der Gesellschaft eben noch nicht so richtig angekommen. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Land auf einem idealen Weg ist, aber es verändert sich eben vieles. Und das wird in dem Film sehr schön abgebildet. Ich bin Kandidatin einer Wahl. Und so einer Person begegnet man mit Respekt, ob sie nun Mann oder Frau ist. Wir lassen uns von Frauen nicht sagen und wir wählen noch keine Frauen. Der Platz einer Frau ist im Haus. Ansonsten ist der Film ein Film der leisen Töne, also ein Film ohne große Experimente, sowohl technischer als auch erzählerischer Art. Aber man kommt der Kultur sehr nah. Also wenn man die saudi-arabische Kultur etwas näher kennenlernen will, ist das ein guter Weg. Da ist ja unsere Kandidatin. Dein heimlicher Freund? Ich bin stolz auf dich, was du hier machst. Wenn man jetzt Parallelen aufmachen wollte zu Filmen, die in letzter Zeit in unserem Kulturkreis entstanden sind und veröffentlicht wurden, dann kann man es schon gewissermaßen mit Little Women von Greta Gerwig vergleichen. Das sind auch junge Frauen, die miteinander an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, kämpfen, sich durchlavieren durch schwierige Situationen und eben auch Frauenbündnisse eingehen und daraus gestärkt hervorgehen. Ansonsten würde ich empfehlen, also wer auch immer sich für die arabische Kultur interessiert, sollte sich diesen Film anschauen. Es gibt viel über Musiktradition, über kulturelle Gepflogenheiten zu lernen. Und es ist auch eine starke Geschichte für drei Schwestern oder Geschwisterliebe und was man alles tut,
um das Fortkommen und den Erfolg seiner Geschwister zu sichern. Ich hab doch gesagt, bring mich bloß nicht in das Krankenhaus, in dem Frauen arbeiten. Bring mich zu einem Arzt. Ich sag dir weg! Ich zeig Ihnen, was ich kann.